Der Herbstmarkt ist für den Tourismus schon sehr wichtig, denn er bietet die Möglichkeit, Basinghausen auch in der Region zu präsentieren. Und das wollen wir natürlich. Wir möchten gerne viele Leute nach Basinghausen einladen und hoffen auf rege Beteiligung am Herbstmarkt. Ich persönlich bin heute mit einem Tourismusstand im Bücherhaus am Tief vertreten. Da möchte ich mich ganz herzlich noch bei Frau Dörner bedanken, dass sie mir das ermöglicht hat. Die ersten Häkelweltmeisterschaft hier in Basinghausen, die veranstaltet wurde und dieses Stück dann fertiggestellt wurde, kam dann die Idee, sie für den Hospizdienst aufgefangen und den Fuchsbau, also die Kindertrauergruppe, zu spenden. Kann dauern, meine Herrschaft. Ich habe Zeit. 335, da fährt die mit Drama. Ja, man hat natürlich versucht, eine gute Möglichkeit zu finden, um einen schönen Ort, tolles Wetter, und dann hat man gedacht, der Herbstmarkt wäre eine Möglichkeit, viel los, Verkauf offener Sonntag, und im Rahmen dieser Veranstaltung ist dann die Versteigerung gelaufen. Also mir gefällt der Herbstmarkt so gut, weil ich so viele nette Leute hier treffe wieder. Die Kinder können Kastanien aufsammeln, die letzten Blätter von den Platanen fallen runter. Ja, es ist sehr, sehr viel an Leuten hier, ganz viele Geschäfte, man kann überall was essen, sich angucken, Kuchen essen und das Wetter natürlich. Deswegen bin ich hier.